Wow, was für ein Auftakt. Ladies und Gentlemen, ich heiße euch damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel hier in meinem Chaos. Und zwar gucken wir uns das gestern am 16.09.2021 released Game Eastward an. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Denn nach Jenseits der Champions dachte ich mir, es wird eigentlich mal wieder Zeit für ein Pixel-Game. Und ich hatte tatsächlich dieses Spiel auch in meiner Release-Liste somit drin. Wie ihr seht, published wurde das Ganze von Chucklefish, einem Entwickler, den vielleicht der ein oder andere ein wenig kennt. Aber entwickelt wurde das Ganze von Pixpill. Das ist ein Indie-Entwickler. Und ich glaube tatsächlich, wenn ich richtig recherchiert habe, müsste dieses Spiel auch das erste Game von diesem Entwickler sein. Und ich glaube, irgendwie ist das so ein bisschen jetzt zum Trend 2021 geworden, dass sehr, sehr viele der größten Publisher oder der größeren Publisher irgendwie Erstentwicklern eine Chance geben. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein Eindruck ist, der sich mir eröffnet oder ob das tatsächlich so Sache ist. Ist ja nicht schlimm. Ich freue mich sehr. Und das war es auch schon zum Anfangslaberababa. Eins doch vorweg, das Spiel ist leider nicht in der deutschen Sprache erhältlich. And my English is not the yellow from the egg. Also ich versuche sinngemäß zu übersetzen, aber schauen wir mal, ob wir jetzt überhaupt irgendwie auf eine deutsche Spracheinstellung kommen, weil da wird ja vermutlich irgendwas wie Start stehen. Ich wünsche uns allen hoffentlich viel Spaß bei diesem, mit diesem grandiosen, kreativen Artwork gestalteten Game. Los geht's! Ja, so eine Spracheinstellung, ich hab's eigentlich eingestellt. Moment. So, Ladies und Gentlemen, also, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt hier die Spracheinstellung finden. Das finde ich tatsächlich gerade schon wieder so ein bisschen frustrierend. Also, ich weiß nicht. Okay, das wird Steuerung sein. Gut, dass wir das schon mal gefunden haben. Ah, ja, ja, gut. Aber wo kriege ich denn einfach die englische Sprache hin? Das gibt's doch nicht. Was ist das? Englisch. Ich hab's gefunden! Also, solltet ihr vor dem gleichen Problem stehen, da ist die Spracheinstellung. Ich muss dazu sagen, das Game gibt es ja auch für die Switch. Ich weiß nicht, ob das da automatisch umgestellt wird. Ich habe die Steam-Version und habe auch schon in den Steam-Einstellungen auf Englisch gestellt. Aber, ich hab's gefunden. Ladies and Gentlemen, ja, so viel dazu, zu den Tücken. Jetzt werde ich mal eben schnell durch die Settings so ein bisschen durchgehen. Und dann starten wir gleich das Game. Once upon a time in the farthest reach of the continent, there sat a prosperous kingdom with a soaring tower that reached the clouds up above. For many years, the kingdom lived in peace until following the tragic death of their king. The demon king disguised himself as the chancellor and claimed the kingdom for himself. Sealing off the castle from the rest of the kingdom, he locked the princess away within the tower. Day after day, the princess wept, gazing out the window at her poor kingdom below. Around that time, a young knight from a faraway land was squeezing the salt water from his cloak. Looking up from where he'd washed ashore on the beach, he saw the castle in the distance. That castle would be his destination and the start of his adventure. Oh, come on! I lost again? But even had the full attack skill this time. That stupid demon king, how are you supposed to beat him? Get there's really no way unless you get more party members. Oh crap, look at the time. Time for school. Let's play again after school, okay? Sure thing, see you later. Also, vom Grocery standen wir jetzt, haben gezockt oder haben verloren. I gotta go wake John up. Und wir gehen jetzt John aufwachen, das heißt, wir gehen nicht zur Schule? Okay.
Drei Herzen, so starten wir. Aha, das heißt, ich spiele John. Und wir leben im Zug. So sieht das aus, ne? Also sieht alles so ein bisschen zerdüttelt aus. So, Klo auf, Klo zu. Was können wir noch machen? Können wir uns hinsetzen? Ah, ich wollte gar nicht rauslaufen. So, Prolog. The World Above. John, come on. The bell already rang. If we don't get back to the dig site, the major's gonna duck your pay. Also, pass auf. Ich laufe jetzt trotzdem nochmal rein, weil ich hier noch nicht fertig war, Ladies and Gentlemen. Also, das ist Johns Haus. Now's not the time to cook. Und ich werde jetzt mal in die Settings reingehen. Komme ich in die Settings hier rein? Warte mal, genau. Und zwar hatte ich hier jetzt noch eine Spracheinstellung, die ich gleich wieder rausnehme. Weil ich noch nicht wusste, wie das gestaltet ist hier. Die Subtitles werde ich jetzt mal rausnehmen. Die brauchen wir nicht. Okay, gut. Weil wir sehen es ja in den Sprechblasen. Rest? No. Wir wollen jetzt noch nicht schlafen gehen. Also ich versuche das immer mal so ein bisschen sinngemäß zu übersetzen. Aber ich glaube, wir sollten das alles auch so irgendwie verstehen. Was sind das? Petrock Isle. You can refrigerate your memories here. Okay, wir können da unsere Erinnerungen in den Kühlschrank packen. Also, verschalten, lagern. But when you take them out again... Will the new you really be you? Save your memories. Ah, okay, das ist unsere Speicherung. Ah, sag ich doch. Okay, ja, das muss man auch erstmal verstehen, wer da steht, irgendwie Memories. Also da wächst vielleicht eine Pflanze. Also doch ein richtiger Wohnwagen. Und das ist unser Nachbar. Hi, Hank. Up at the crack of dawn, bleed for every coin you earn. Must be for being a digger. Eieiei, das ist natürlich schwierig, wenn man, naja, ne? Also mein Englisch ist, wie gesagt, not the yellow from the egg. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier keine deutsche Sprachversion gibt. Kommt vielleicht noch mit dem Update, aber wir gucken mal. Men are the absolute worst. Okay, Männer sind schlecht. Warum? Weil? But aren't you seeing someone right now? Can't say that's very convincing coming from you. My Muller is different. My Muller. Was denn Muller? Da denke ich ja gleich wieder an was ganz anderes. Also so das ein oder andere Wort werde ich nicht wissen. Das ist aber nicht schlimm. Das belebt, glaube ich, einfach das Let's Play. Muller, Übersetzung. Keine Ahnung. My Muller ist diff... Ach so, ihr Typ. So heißt er. Ich wollte schon sagen. And you expect us to believe that? Ha! It's called love. You wouldn't understand even, I told you, dear. Ja gut, okay, das nennt sich Liebe, alles klar. Wir können auch nicht in fremde Wagen rein. Also sie sagten, Männer sind doof, aber Ira ist der Beste. Naja, immerhin. Also ein richtig kleines Dorf. Süß. Shouldn't you be at work or something by now? I knew it. You are one of those types, aren't you? Those types? Yeah, a loser. Can never hold a job, am I right? Na toll. Also, sollst du nicht bei der Arbeit sein, sagt der Kleine. Und die Alte sagt irgendwie von wegen, ja, ja, du, du einer bist du, ja, einer Loser. Ach, romantisch. Oh. Okay, das heißt jetzt übersetzt, occupied. Klo besetzt. So ein bisschen postapokalyptisch, ne? Tanaka. Every day it's the same darn thing. Ain't nothing to do down here but sleep. Maybe I will get lucky and dream me up a Sunday. Sun Today. Also jeden Tag das gleiche, sagt er, ist so ein bisschen depressiv. Und vielleicht träumt er sich jetzt eine Sonne herbei. Oder einen sonnigen Tag. Oh Gott, die sehen alle so depressiv aus. John, looking suave today as always. In a hurry again today. I'd expect no less from Patrick Isles, number one digger. Oder auch One Digger. Ja, ja, meine Aussprache, wie gesagt. Oh, wir haben... found 50 salt. How salty. Wir haben jetzt also bei ihm vor der Tür jetzt Salz geklaut, glaube ich. Gucken wir mal. Ich glaube, ich kann tatsächlich noch nirgendwo rein. Puppelt er die ganze Zeit? Es sieht so aus. Es sieht einfach so aus. Konnten wir hier unten irgendwo lang? Nö. Mir gefällt es halt grafisch einfach extrem. Und...
war jetzt nicht noch mehr, ne? Nee. Also wir können einmal, pass auf, dann lass uns doch einmal kurz hier reinlaufen. Ich weiß nicht, ob wir auch hier langlaufen konnten. Doch, konnten wir. Rocket Cemetery? Da rennt sogar Bunny durch die Gegend. Wobei, das sieht ja eher aus wie so ein Altar, oder? Oder Totenplatz? Ich weiß noch nicht genau, was es darstellen soll. Ich bin verunsichert. Ah, Totengräber. Okay, hi. Können wir mit dir auch reden? Vielleicht? Ja, Gravekeeper. Now, is this a treat? Someone with the flesh still on their bones. Care to listen to the story of a wraith like me? Okay, ja, erzähl. How splendid. My noble audience has been pretty dead lately. Long, long ago, all of humanity lived within grand houses of glass, and every person kept with them their own mysterious box. Within these boxes existed limitless worlds and countless stories. Friends, family, yes, even those they loved could be found within these boxes. One day, however, the boxes shattered, and in an instant all those many worlds disappeared. Panicked, everyone raced from their homes, wondering what on earth could have happened. It was then that they noticed the houses of glass were just like the boxes, as dark and as black as night. Okay. Ja, schöne Story hast du uns da erzählt. Fein. Also, wir müssen offensichtlich wirklich auch Salz sammeln. Warum müssen wir denn Salz sammeln? Ich weiß nicht. Wir laufen jetzt mal hier rein. Daran kann ich nicht. Es sah so aus, als wenn man da reingekonnt. Dann laufen wir jetzt hier oben. Es kann natürlich auch sein, dass ich sprachtechnisch hier dadurch jetzt einige Sachen vielleicht auch nicht verstehe. Okay, wir müssen bestimmt Ressourcen sparen. Das werden wir herausfinden, Ladies and Gentlemen. Well, hi, John! What are you doing here? You better be scooting along if you don't want to be late. Hi, ist übersetzt. Und dann lief er weg. Ich gehe jetzt auch mal rein. Oh! Hallo? Entschuldigung? Hm? Well, well, well. If it isn't John. Why for treat this early, are we? You're no better than Chuck. Don't come running to me if you pass out drunk down in the side. Okay, also ich soll da nicht rein. Warum? Ich weiß gerade nicht, warum mein Bunny gerade so verrückt spielt. Es ist mal wieder eine dieser Zeiten angekommen. Also wir kommen nicht rein. Ach, Mann, oh. Wir kommen nicht rein. Was sind das? Weapons. Ich muss mal, siehst du, ich sollte mal die Tasten so ein bisschen ausprobieren. Also, hier haben wir die Settings. Da haben wir im Backpack haben wir nichts drin. Das ist Potrock Isle. A digger's life in progress. Hurry to the dig site. If you're late, your pay will be docked. Achso, wenn wir zu spät sind. Aber es läuft auch keine Uhrzeit, ne? Habe ich noch andere Tasten? Okay, in den Shorts habe ich das jetzt drin. Ich muss ja erstmal mit sämtlichen Leuten quatschen. Oh Gott. You're one of them diggers, aren't ya? You best be careful not to go up, up, up. Else disaster's gonna come down, down, down. Ja, alles klar. Ich finde es wirklich schade. Ich finde es wirklich schade, dass es hier keine deutsche Sprachübersetzung gibt. Hello, Grocery isn't open yet. Come back once you're off work. Gut, also da können wir auch nicht rein, weil es nicht geöffnet ist. Ich glaube, weiter kommen wir hier so jetzt. Doch, hier können wir doch hin. Ich check natürlich einfach alles, was geht. Oh. Und am Ende haben wir uns verlaufen. Digger Dorms. Das sind die Minen, oder? Und hier sind nochmal so kleine Hütten. Da ist auch nichts drin. Können wir auch nichts machen. Wir können einfach nur ein bisschen rumgucken. Das ist 1, 2 oder 3. Da ist ein Buch. Auch damit können wir nichts tun. Hier ist ein Herd. Können wir auch nichts tun. Da ist eine Treppe. So, Dickside. Also wir sind, glaube ich, Minenarbeiter. Aber hieß das, wir sollen jetzt zur Arbeit? Warte mal, was war die Quest? Ich laufe einfach jetzt mal in die Mine rein. Aber wir haben ja noch nichts, wenn wir da jetzt kämpfen müssen vielleicht. Oh, come on, don't be so stinky.
I'm only borrowing it. 2 days tops. I will give it back as soon as I finish it. You say that every time, yet somehow I've never gotten anything back. Okay, also der hat sich schon was ausgeliehen, was er nie wieder zurückgibt. Well, 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 John's here. Mr. Punctuality, as always. Your watch must have been carved by the god at time himself. And you're looking as adorable as always, Sam. Do you still remember what I thought you? Cars. Over pit under rock, buried treasure around the clock. In the mine, rocks go blast. Safety first, or you won't last. Gotta dig, to make those ridges flow. Bravo. You will make an excellent digger one day, Sam. She sure will, even better than John, I'd say. Ah, damn! Streit. We've got a problem, a big problem. Slugs! John, thank God you're here, come with me. Now wait a goddarned minute. You should be running off all pell-mell like little Sammy. It's dangerous in there. You should stay right here with your Uncle Chach. We'll protect ya from them slugs. But I'm fine. A very good point. Sab, would you like to hear about when the Major went up against the evil dragon? Oh, not that one again. Und jetzt haben wir wahrscheinlich wieder eine alte Geschichte. Questlog updated. Okay, dann lass uns mal in die Quest reingucken. So, Harry, also genau, save the dig site from the slug attack. Aber wir haben noch gar keine Waffen. Irgendwie brauche ich erstmal eine Waffe, oder? Ich guck mal hier. If you were to get someone else's memory, would you be you or them? Was? Save your memories. Ja. Game saved. Kann ich rein? Ist das ein Klo? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Also irgendwie brauche ich ja noch eine Waffe. Ich weiß halt nicht, ob ich hier jetzt schon rein kann. Ohne ich habe eine Bratpfanne. Mit der Bratpfanne kann ich aber wie... Frying pan, a basic weapon, also John's favorite cookware. Okay, ich habe eine Bratpfanne. Mit einer Bratpfanne machen wir uns jetzt auf in die Mine, um... Oh, really? Und die rüstet ihr jetzt automatisch aus? Also manchmal ist Englisch doch echt furchtbar, ne? The slugs are in the cave to the west. Also hier kann ich jetzt noch nicht rein? Gut. Mit dem Arsch weggedrängt. There you are, John. The slugs are in the cave to the west. Ja, das sagte er doch gerade schon. And you go find the key to the storeroom. We'll need the bombs in there to take care of the slug nests. Okay, also Westen, im Westen, im Westen. Aber kann ich jetzt trotzdem hier rein oder heißt das, ich darf hier gar nicht rein, weil es jetzt... Ach so, doch, ist der Westen. Aber wie kämpfe ich denn? Weiß jemand, wie ich kämpfe? Ich habe noch keine Ahnung, wie ich kämpfe. Who is it? John? Is that you, John? Ja. Parole. No answer. Must be John. John, don't open the door. Those slugs are sapping our electricity. Unless you take care, we won't be able to turn the lights back on. Okay, also ich darf es nicht öffnen, aber ich weiß auch nicht, wie ich die angreifen soll. Ich weiß nicht, wie ich kämpfe. Ich weiß nicht, wie ich angreifen soll. Wie greife ich denn an? Wartet, Ladies and Gentlemen, da kann uns nur eins helfen. Die Settings. So, also Interaction. X, probieren wir es mal mit dem X. Ah, so. Ich kann auch Dinge zerdeppern. Sag mir das doch gleich. Kann meine Bratpfanne kaputt gehen? Nein, es sieht nicht so aus.
die tötete Bratpfanne sagt das doch gleich. Sagt das doch gleich. Na dann, weg mit dem Schleim. Ich habe eine Bratpfanne. Und ich werde sie benutzen, aber ich komme hier nicht vorbei. Aber springen kann ich auch nicht. Konnte ich jetzt springen? Warte mal, ich muss doch mal in die Settings gehen. Weil ihr wisst ja, Ladies and Gentlemen, ich teste mit euch zusammen alles aus. Und das heißt auch natürlich Steuerung, also Interaction, Attack Ability. Also ich habe nur A, X, Y. Switch Character kann ich jetzt nicht. Oh, auch spannend, wenn man Charaktere wechseln kann. Switch Weapon, also LTRW und... Also mit den Charakteren... Okay. Gut.